Steigst du wohl ins Auto? Fahrzeug in kritischem Zustand. Bitte steigen Sie sofort aus. Dübs! Haben einfach das Auto in die Luft gejagt. Was für Arschgeigen! Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Watch Dogs Legion auf dem PC Folge 35, aber das System blieb mir zurück weiter. Das ist die Baustelle, von der Malik glaubt, dass Emmett Child hier unseren Agenten festhält. Scheint plausibel. Die Security ist so scharf, die brennt garantiert zweimal. Verstanden. Hey, ich habe einen Anruf von... Seltsam. Das ist nicht... Hört auf, ihr verdammten Idioten! Verzeihung, wer spricht da? Emmett Child, Direktorin der Antiterrorabteilung des SIRS. Sie machen einen schrecklichen Fehler. Sie dürfen... Raus aus meinem Sprachkanal. Entschuldigung, Leute. Hat einen Moment gedauert, bis klar war, wie wir gehackt wurden. Ist okay, Bagley. Die gute Nachricht ist, anscheinend war Maliks Spur gut. Vermutlich will er unseren Agenten in der Nähe haben, um ihn als Druckmittel einzusetzen. Du findest ihn dort, wo auch Child ist. Wollen wir mal probieren, wa? Oh, Moment, das, oh. Ja gut, das war ein bisschen... Da. Die Punkte würde ich doch schon gerne noch mitnehmen, wa? Niemand zu sehen. Geh darüber. Ich weiß zwar nicht, was mir diese 10 Punkte hier bringen, aber ist egal. Jetzt haben wir alles. Weg. So, nochmal. Gerade sagen, Alter, hoffentlich verlieren wir den nicht. Das ist nämlich der mit der geilen Knarre. Ja, ja, wirklich eine Verschwendung. Ich hätte da eine Bombe legen können. Warum
habe ich das wohl nicht? Weil du ein Großmaul bist. Weil wir etwas gemeinsam haben. Richard Malik hat uns beide verarscht. Sieh zu. Albions neuer Überwachungsauftrag, wie versprochen. Ist alles vorbereitet? So gut wie. Aber zuerst sagst du mir, um was es hier eigentlich geht. Okay. Ich infiltriere eine Terrororganisation namens DedSec. Ich arrangiere ein Treffen mit ihnen und deine Männer werden mich schnappen, bevor DedSec eintrifft. Es muss echt aussehen. Sie dürfen nichts bemerken. Du bist echt verrückt, Richard. Was zur Hölle willst du damit erreichen? Tote Terroristen. Ich vermute, dass Malik mit den Bombenanschlägen zu tun hat. Und der Vertuschung. Außerdem glaube ich, dass er und seine Verschwörer wieder zuschlagen wollen. Er sagte, das wäre deine Agenda. Aber natürlich. Lektion 1. Wenn du lügen willst, verflechte es mit Wahrheit. Und wir sollen jetzt also stattdessen dir trauen? Mir schwebt da eher ein Geschäft vor. Ich habe euren Agenten. Tötet Malik mit mir, dann lasse ich ihn frei. Diese Tür öffnet sich in 30 Sekunden. Okay. Reise. Moment, heißt das, Malik ist Teil von Zero Day? Kann man unmöglich sicher sagen, aber es sieht danach aus. Wir wissen auf jeden Fall, dass er uns den nächsten Anschlag in die Schuhe schieben will. Du weißt ja, was ich denke. Aber das ist riskant. Du entscheidest. Seine Verbindung zu Zero Day ist doch irrelevant. Malik will uns tot sehen und die einzige Möglichkeit, unseren Freund zu retten, ist, ihn zuerst zu töten. Cool. Und wie stellen wir das an? Du willst wissen, wie wir Malik aus dem Verkehr ziehen können? Ich hätte da ein paar Ideen. Ganz einfach. Wir locken ihn ins Freie und jagen ihm den Sprengkopf an die Birne. Bam! Ja, das würde gehen, aber Spaß macht das nicht. Wollen wir ihn nicht wenigstens vergiften? Wir haben noch nie jemanden vergiftet. Kreativ, Bags. Aber wir erschießen ihn lieber einfach, okay? Na gut. Ich wende mich an Emma Child und sage ihr, dass der Zeck helfen wird. Eindeutige Beweise. Tja, mal lieber, leg dich nicht mit dem Falschen an. Mission gestartet. Tötungszone. Hier ist Malik für dich. Denk dran, er soll uns in der Öffentlichkeit treffen, damit wir seinem Schädel ein paar Luftlöcher verpassen können. Okay, dann ziehen wir das mal durch. Hast du Emma Child? Es gab Komplikationen. Können wir uns treffen? Was ist passiert? Child hat uns erwartet. Sie hat vielleicht einen Tipp bekommen. Wir sollten uns treffen. Ist am Piccadilly okay? Du siehst aus, als wärst du bereit, gegen die da oben zu kämpfen. Nein, jetzt habe ich... Falls ja, könnte ich eure Hilfe brauchen. Nein, ich checke unseren Terminkalender. Was ist los? Albion hat mich vergiftet. Ich habe in einem Albion-Lagerhaus Sachen transportiert. Von diesem Zeug habe ich heftige Migräne gekriegt. Ich konnte kaum noch klar denken. Das ist grauenvoll. Ich habe eine Beschwerde bei der Gesundheitsbehörde eingereicht, aber anscheinend nicht genug Beweise geliefert. Seltsam, oder? Es ist doch deren Job, für genügend Beweise zu sorgen. Oder wenigstens nachzuforschen. Es ist allgemein bekannt, dass Albion die Regierung in der Tasche hat. Aber wir werden der Sache auf den Grund gehen. Nein, werden wir nicht. Dich wollte ich jetzt nicht haben. Ja, geh auch nicht von aus. Es ist alles in Ordnung. Bagley schickt alles, was benötigt wird. Jetzt raus damit, wo wir unseren Freund finden. Den kriegt ihr, wenn Richard tot ist. Das glaube ich nicht. Ich bin bereit, diesen Deal sofort abzubrechen. Gut. Als Vertrauensbeweis organisiere ich eine Übergabe an einem zufälligen Ort. Ich werde niemanden zu seinem Schutz verheizen. Also beeilt euch, wenn ihr ihn an einem Stück wollt. Hm. Hey. So, ja, was denn jetzt hier? Moment, ich scanne die Kalender jedes einzelnen Regierungsmitglieds nach möglichen Beweisen. Das dauert. Oh, ich bin schon fertig. Na bitte. Ein hochrangiger Albion-Officer hat sich auf einem Schiff auf der Themse mit einem mittelrangigen Mitglied der Gesundheitsbehörde getroffen. Ungefähr als unsere Kontaktperson krank wurde. Gute Arbeit, Bagley. Kannst du mir sagen, ob das Schiff ein Überwachungssystem hat, in das wir uns hacken können? Das ist London. Also ganz bestimmt. Ich schicke dir die aktuelle Position des Schiffes. Okay. Okay.
So, komm. Weiter, 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 weiter. Jetzt rekrutieren wir hier einen, den wir gar nicht wollen, Alter. Ne, kann ich den nicht irgendwie wieder löschen oder so? Ich hab die Rekrutierung nicht gestartet. Ich wollte auf das Fahrzeug steigen und dieser Bauarbeiter stand im Weg. Was ist denn jetzt der Pfeifen? Jetzt, hallo? Was? Da ist unser vermisster Freund. Mach ihn los und schick ihn ins Versteck. Ah, hi. Du kommst gerade rechtzeitig. Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Ist alles in Ordnung? Ich werde es überleben. Na los, du hast Besseres zu tun, als dich um mich zu kümmern. Bis später. Fabelhaft. Ausgezeichnet. Sobald er zurück ist, kriegt er von mir neue Unterwäsche. Jetzt brauchen wir jemanden am Trafalgar Square. Einverstanden. Bringen wir es zu Ende. Ich wäre am Arsch gewesen, wenn du dich angegriffen hättest. Die Wichser hätten mich erledigt. Was? Ich habe... Was? So, kann ich jetzt bitte ändern den Charakter? Ich würde dich nämlich gerne direkt weiterspielen. Haben wir nämlich wieder unsere geile Knarre wieder. Deutlich bessere Chancen im Kampf. Das ist ein wichtiger Ist. Hallo, hallo. Jemand anders macht blau, darum bist du jetzt dran. Fantastisch. Karte. Karte. Geht mir doch alle mal aus dem Weg. So, triff Malik am Trafalgar Square. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dem Typen eine Kugel reinjagen. Oder nicht? Der Typ ist doch nicht so blöd und kommt wirklich dahin, oder? Also ich würde es jedenfalls nicht erwarten. Warum sollte er? Alle aus dem Weg. Schalt ist dran. Da. Gut, ich kann alles sehen. Besprechen wir den Plan. Die Kanadier haben mir ein Büro am Platz überlassen, damit ich dich im Auge behalten kann. Gott segne das Commonwealth. Also, Folgendes wird passieren. 4 Scharfschützen decken alle Winkel ab. Hier, hier, hier und hier. Dein Job ist, Malik aufzuspüren. Und wenn du ihn dann hast, kratz deine Augenbraue. Das bestätigt das Ziel. Dann bis 2 zählen und ducken. Na schön. Welche Garantie habe ich, dass ich nicht auch erledigt werde? Ich habe gesehen, wozu ihr fähig seid, wenn man euch ans Bein pinkelt. Wenn ihr mich nicht verarscht, verarsche ich euch nicht. Wie klingt das? Okay, gut. Okay. Also mal gespannt. Einsatzteamleiter, Bericht. Keine Spur von Malik, Ma'am. Sauberer Schuss auf den Deadseck-Arsch. Verlockend. Fuck. Wo zum Teufel ist er? Hätte mich auch wirklich gewundert. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Scheiße. Ich habe hier kein Filament-Terminal. Ich muss eins anfordern. Etwas Geduld bitte, das dauert ein bisschen. Könntest du mir helfen, Bagley?
Wenn doch nur jeder Einwohner Londons ein Hightech-Überwachungsgerät bei sich tragen würde. Hack ein paar Optics und ich überprüfe, ob Malik irgendwo zu sehen ist. Wird gemacht. Dein letztes Opfer hat eine Körperkamera getragen. Ich scanne die Festplatte und gucke, ob ich Malik entdecke. Ist er doch, oder? Das ist er da bei dem Mülleimer. Entweder ist das ein toter Briefkasten oder er ist gern kostenlos. Was zum Teufel ist hier los? Malik wäscht wohl Wäsche. Mit dieser Technik wird man ein Überwachungsteam los. Wenn das so ist, befindet sich in diesem toten Briefkasten noch ein zweiter Treffpunkt. Fuck. Glaubst du, er weiß Bescheid? Ich glaube nicht. Er würde verschwinden, wenn er eine echte Bedrohung sehen würde. Ich versetze die Schützen in Bereitschaft, während wir umplanen. Ich sehe weder relevante Videos noch Fotos. Such weiter. Ich durchsuche die Daten. Nichts. Versuch's bei jemand anderem. Die GPS-Daten zeigen, dass sie zum relevanten Zeitraum nicht in der Nähe war. Versuch's weiter. Nur ein Gedanke. Albion-Wachen tragen normalerweise Körperkameras. Manchmal schalten sie sie sogar an. Echt? Heftig. Was zum Teufel ist hier los? Glaubst du wirklich, ich lasse mich von Nigel Cass hinters Licht führen? Er hat das Treffen aufgenommen, weil ich das wollte. Und Emma Child hat das bekommen, weil ich es wollte. Und jetzt hat die Polizei die vollständigen Profile all eurer Leute. Wenn du leben willst, dann auf den Boden und die Hände an den Kopf. Nein, das werde ich wohl sein lassen. Nein, nein, das hast du falsch verstanden. Das ist, damit ich die Splitter nicht treffen. Hier drüben! Verzieh dich von da! Lauf! Verdammte Scheiße! Schalt mal in der Botschaft! Scheiß auf sie! Zieh Leine, Mann! Ah, leck mir am Arsch. Steigst du wohl ins Auto? Sofort. Fahrzeug in kritischem Zustand. Bitte steigen Sie sofort ein. Jeeves. Haben einfach das Auto in die Luft gejagt. Was für Arschgeigen. Ist ja unfassbar. Diese Kackdrohnen. Ja, was hätte ich denn da machen können? Ich hätte gar nichts gegen die Drohnen machen können. Der Typ ist einfach zu lahm eingestiegen. Eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also, bist du jetzt dran. Ja, was okay, mach jetzt? Aber der Job muss erledigt werden. Oh, schau nicht später. Yo, hat jemand einen Plan, warum ich plötzlich gesucht werde? Hat jemand die Klappe aufgerissen? Ja, hier genauso. Was ist da los? Anscheinend hat Malik nicht geblufft. Eure Gesichter sind überall in den Nachrichten. Und nicht im positiven Licht. Shit. Bagley, hol alle ins Versteck. Wir müssen uns treffen. Ich sehe weder relevante Videos noch Fotos. Such weiter. Ich durchsuche die Daten. Nichts. Versuch's bei jemand anderem. Schluss mit KIs! Hä? Okay, Mission abgeschlossen. Warum nicht? Besuche das Teambriefing. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Du kannst unbegrenzte Reichweite für Schlüssel. Oh. Schluss mit KIs! Das ist allerdings schön. Eine Sondermeldung. Es gab eine gewaltige Explosion beim Kanada-Haus am Trafalgar Square. Der Source ließ dazu verlauten, dass die Terrororganisation DADSEC wieder aktiv sei, nachdem sie monatelang untergetaucht war. Verdächtigen Sie jemand Mitglied von DADSEC zu sein, melden Sie das dem Source umgehend über Ihre CSAY-App.
Schön. Ja, das ist ein Stückchen zu nah. Fantastisch. Hey. Ja. Ich hab nichts getan, Officer. Im Knast zu sitzen ist echt scheiße. Kann ich niemandem empfehlen. Schön, dass du zurück bist. Zeigen wir den Ärschen, dass wir uns nicht einsperren lassen, ja? Ach, sie hat eine Abneigung gegen Detzek. Fast Detzek. Schön. So, und deswegen kann ich sie jetzt nicht rekrutieren, oder was? Wieso? Ich muss doch eine Rekrutierung starten können. Ach, lächerliches System immer hier dahinter, Alter. Malik, Direktor der SIRS-Antiterror-Einheit, leitete höchstpersönlich die Ermittlungen, durch die alle Agenten der Londoner DedSec-Zelle identifiziert werden konnten. Sind an der Zielperson dran. Ende. Hat eine andere Streife Sichtkontakt zum Ziel, Ende? Schalte das Fahrzeug aus, jetzt! Hä? Was ist denn das für eine Kackroute? Gut, fahren wir noch hin. Reden mit allen Personen. Machen wir ein bisschen länger jetzt. Und dann war es das wieder für diese Folge. Der Malik geht mir allmählich echt auf den Sack. Alter, der weiß es immer besser. Hätte mich aber auch wirklich gewundert, wenn er sich so leicht hätte schnappen lassen, ne? Ja. Gut, müssen wir erstmal zurückfahren. Ja, nischt. So. Rein da wieder zum Teambriefing. Ja? Hat jemand was zu sagen? Nee, echt nicht. Krass. Na dann war es das für die Folge. Vor der nächsten Folge besuchen wir dann das Teambriefing und gucken mal, wie es weitergeht. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.